Ja, Mädel, meine lieben Mädelchens, da bin ich wieder, euer Matti. Und natürlich seid ihr willkommen in meinem Reich. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe den Bewährungsversager mal wieder dabei. Und wir hatten heute noch Bock. Wir sind quasi mitten in der Nacht und wir hatten Bock. Mädel, liebe. Mädel, ja, ich bin froh, dass ich dabei sein kann. Ich hab Bock Gerne. drauf, du hast gesagt, wir machen hier Drachenlord Real Talk. Ja. Ist relativ kurz, geht nur irgendwie 11 Minuten. Aber wenn ich schon sein Bild sehe, dann habe ich schon die Befürchtung, dass er auf Weng Matt ist. Ja, der ist auch, glaube ich, ein wenig mit. Und ja, ich sage ja immer, hässlich ist er nicht, visuell ein wenig herausfordernd nur. Sollen wir Wetten abschließen, wie viele Real Talk, also wie viele Wahrheiten hier drin sind und wie viele Lügen oder. Naja, Ja. wenn ein Bäcker sagen würde, wie viel Wahrheit möchten Sie denn haben, oder ein Bäckerverkäufer, ne? Mir sagen würde, wie viel Real Talk willst du haben? Würde ich sagen, ich nehme alles. Aber ich glaube nicht, dass da viel Real Talk dabei ist. Nee, ich auch nicht. Nee. Einfach gar nichts, wahrscheinlich. Aber wir kennen ja unseren Dicken. Ja? Mal schauen, was er so ein bisschen in seiner Welt hier zu sagen hat an Real Talk. Ich habe noch nie ein Video gefunden mit Real Talk. Wir gucken hier beim lieben Drachiv. Ja? Vielen Dank und Liebe geht raus. Ja, lass uns mal laufen, damit die Zuschauer auch was sehen, oder? Ja, du bist auch, wie gesagt, hier mein Gast. Du hast den ersten Play-Button, ne? Und wir gehen rein. Dankeschön. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. So, zunächst einmal. Zunächst einmal sind wir da. Zunächst einmal sind wir da, wo der Bewährungsversager gerade gesagt hat, bei einem ziemlich gut gelaunten Gesichtsausdruck von unserem Dicken. Ja? Und mal schauen, wie gut gelaunt er noch wird hier. Hast du übrigens auch irgendwie Poster von dir selber hinter dir hängen? Immer. So mit deinem Logo? Immer. Da sie mir peinlich sind, zeige ich sie aber nicht. Okay, alles klar. Falls ihr heute hier irgendwie einen bewegenden Hund erwartet, muss ich euch enttäuschen. Wie gerade gesagt, wir sind mitten in der Nacht. Und damit er sich ohne irgendwelche Störungen und Zuckungen bewegt, muss ich hier leider flutlichtartiges Licht einschalten, damit ich 3 Fußballfelder hier erhelligen könnt. Und da habe ich jetzt keinen Bock mehr, dass mir irgendein grelles Licht ins Auge scheint. Damit ihr da gleich Bescheid wisst. Ich glaube, Rainer ist hier auch bewegender Hund genug. Ich glaube auch. Ruhe in Frieden, Drachenlord hat das Ganze geheißen. Ich habe auch im Video selbst Drache und Rainer gesagt, ja. Das hatte aber eigentlich einen anderen Grund und tut im Prinzip nichts zur Sache. Zunächst mal, ich bin am Leben, das sieht man. Allerdings ist Drachenlord. Jetzt denken sich die anderen, hä? Was? Wie kann das sein? Was genau meinst du damit? Naja, zunächst einmal meine ich damit, dass ich diese Videos, wie ich letztes Jahr gemacht habe, wo ich übelst über irgendwelche Kasper abgeraged habe, nicht mehr machen werde. Ich werde auch nicht mehr auf diese Typen eingehen. Es wird ab und zu mal ein Video dafür geben, habe ich ja schon gemacht, aber das war's. Ansonsten wird es solche Sachen geben, wie zum Beispiel mal das Top 10 Video, das Erzähler demnächst kommt. Er will nicht mehr über Hater reden. Das ist ja alleine schon mal sowas von Lü-Lü-Lü. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Frisur kotzt mich schon richtig an. Ja, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber ja. Es regt mich irgendwie auf, ich weiß nicht warum. Ja, weil es halt zu diesem Gesichtsausdruck und zu diesem Real Talk irgendwie passt. Das ist auch seine ganze arrogante Art schon jetzt am Anfang. Ja. Wieso mache ich die Kamera an und schwätze dann so arrogant ins Mikro oder in die Kamera? Warum macht man sowas? Was denkt man sich, wenn man sowas hochlädt? Ich denke mir halt, er hat gerade nichts Besseres zu tun. Er hat nie was Besseres zu tun. Leider. Sonst würde er vielleicht weniger solche Videos machen.
zur damaligen Zeit. Weil leider gibt es ja davon mehr als genug. Er ist auch der Einzige, der ich kenne, der in seinem Fall Respekt einfordert und dafür auch noch ein Video macht. Ja, aber Rainer, das Letzte, was er verdient hat, ist halt wirklich Respekt. Ja, Finde ich. nicht mal Mitleid hat er verdient. Weil für Mitleid, auch wenn viele Leute immer sagen, Mitleid bekommt man umsonst, bin ich der Meinung, für Mitleid musst du was Schlimmes erlebt haben. Das bekommst du auch nicht umsonst. Ganz genau. Und Komm, Rainer hat was ich. nichts. Und Rainer hat nichts Schlimmes erlebt. Nee, nicht wirklich, ja. Außer dass sein Vater damals gestorben ist. Aber das passiert ja jedem von uns. Das ist jetzt Ja, nichts. und vor allem, das ist ja hier Ja. schon ein paar Jahre her. Ja, eben. Ist. Schon kam. Zunächst mal, es hatte zwei Gründe, dass ich das gemacht habe. Ich wollte meinen Kanal auf Drachen umbenennen. Das schon lange überlegt, wie ich das anstelle. Und dieses Hashtag. Ey, ich würde sagen, rechte Maustaste umbenennen, fertig. Ja, heute geht es nicht mehr. Ja, damals schon. Ruhe in Frieden, Drache. Dieses Hashtag ist nicht von mir. Das kam bereits nämlich von irgendwelchen Arschlöchern, die wieder mal Scheiße wollten. Was ist zurzeit los? Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt. Es ändert sich etwas. Ey, diese willkürlichen Schnitte, die machen einen fertig, oder? Aber wenigstens hat er damals noch ein bisschen geschnitten. Ich will auch Ja. gar nicht wissen, wie oft er sich da verhaspelt hat und was er da alles rausgeschnitten hat. Ich vergleiche das immer so, wie wenn er damals vor seiner Garage beim Bogenschießen steht. Vielleicht treffe ich ja die richtige Stelle. Und ich glaube, er hat einfach ab und zu einfach daneben gezielt beim Schneiden. Ja, aber ist auch nicht verwunderlich, wenn man so einen riesen Mauszeiger hat wie er. Ja. Da passiert es auch schon mal, dass man den falschen Band oder ja, Den Schnitt ich falsch verstehe es schätzt. nicht. Genau. Muss man vorstellen. Beim Schneiden zielen. Alles klar. Es ändert sich so viel, oder besser gesagt, es ändert sich insoweit etwas, dass plötzlich alle mit brutaler Gewalt versuchen, mich wieder dazu zu bringen, dass ich über sie rede. Ja, und was bringt's euch dann? Die Witze sind mittlerweile auch. Aber wir wollen nicht über die Hater reden. Nee, auf gar keinen Fall. Aber mit aller Gewalt, dass ich drüber rede. Und redet aber darüber. Ich verstehe es nicht. Ausgelutscht. Ihr habt mittlerweile sogar Nacktbilder von mir gepostet. Ja, mein Gott, ich gehe auch in die Sauna. Interessiert mich doch ein herzlicher. Das sagt der sich am gleichen Tag, wo sein Vater gestorben ist, ins Bad hockt und komische Videos dreht. Ich will sie nicht benennen, nicht schon wieder. Das geht mir auch nicht in den Schädel, wie man so ein widerlicher Mensch sein kann. Am Todestag seines Vaters sich irgendwelche Ja. Sachen da reinzuschieben und es dann auch noch zu filmen und hochzuladen. Also wirklich, das Abartig, ist einfach so abartig. unfassbar abartig, ja. Und dann stellt er sich hier hin und sagt, das meine ich mit Real Talk, oh, dass ihr so Nacktbilder von mir weiterschicken könnt. Oh, also, ey, die findest du überall. Und das Ding ist, was ist denn das für eine Rechtfertigung, dass er auch in die Sauna geht? Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Saunagänger, aber ein Haufen andere Leute geht ja in die Sauna regelmäßig. Von denen findest du mit Sicherheit nicht solche Videos im Internet oder solche Bilder. Was Ja, ist denn das für eine Rechtfertigung? das ist keine, weil ich gehe auch gerne in die Sauna, ja, auch öfters in der Woche und habe keinen Sinn da drin, solche Bilder zu machen und hochzuladen vor allem. Es ist ja immer das eine, solche Bilder zu machen, das andere, aber das ganz andere, die auch hochzuladen und die geil finden. Das geht mir nicht in meinen Kopf, wie sich so jemand so geil finden kann. Ja. Furz, ich gehe auch FKK baden und allgemein FKK gehen. Ihr wurdet auch nackt geboren. Ihr seht auch nicht perfekt aus mit der Nacktzahl. Also braucht euch gar nicht über meinen Schwanz Aber perfekter als du. auf jeden Fall. Aufregen, denn ich. Ah, halt, warte mal, da muss ich jetzt nochmal zurück. Hast du es gehört? Doch ein herzlicher Furz. Ich gehe auch FKK baden und allgemein FKK gehen. Ihr wurdet auch nackt geboren. Ihr seht auch nicht perfekt aus mit der Nacktzahl. Also braucht euch gar nicht über meinen Schwanz aufregen, denn ich irgendwann vor ewigen Zeiten in meinem Jugendlichen. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Hältst du deinen Schwanz in die Kamera? Also ich mache das nicht.
Ich auch nicht. Und Rainer, keiner regt sich über den auf. Man macht Ja. sich höchstens drüber lustig. Eben, das hat er falsch verstanden irgendwie. Wie so vieles hat er falsch verstanden. Rainer, wir machen uns drüber lustig, wie du das Maulwurf rausholst und was weiß ich da für ein Video machst und dabei einfach nichts geht, weil du vor lauter Erektionsstörungen schon ganz vergessen hast, wie sowas wirklich funktioniert. Manche sagen ja, durch den ganzen Pornokonsum. Ja, das hat mit Sicherheit mitgeholfen. Aber ich glaube einfach, dass es an seinem massiven Übergewicht liegt, dass einfach da nichts mehr geht und er die blaue Pille braucht, die er selber auch schon in die Kamera gehalten hat. In seinem Survival Kit. Ja. Ich einen Leichtsinn neu gemacht habe. Darüber hinaus ist es völlig uninteressant. Es ist nur ein Schwanz. Weiter im Text. Einige Sachen, die ich gemacht habe, sind Sachen, die mir tierisch auf den Sack gegangen sind. Und ich war diese Zeit mal ganz nah dran, meinen Kanal zu löschen. Das war allerdings nach der Sache mit der Musst du nicht mehr, schon erledigt. Ishi, das habt ihr ja mitbekommen. Brauche ich nicht drauf eingehen, haben wir im Dragon Monday gehabt. Wie geht jetzt das Ganze weiter? Wie soll die Zukunft aussehen? Die Zukunft wird so aussehen, dass ich einfach Videos mache. Ich werde meine Videos machen, ich werde meine Streams machen. Wenn ich sie erwähnen will, werde ich sie erwähnen. Wenn ich sie nicht erwähnen will, werde ich sie nicht erwähnen. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich mache irgendwelche Metal-Videos, ich mache irgendwelche Videos über Filme, irgendwie über Musik, über Z Kommen wir zum nächsten. Hier kamen noch Videos, in denen er genannt hat, was ihm Spaß macht, was ihm Freude bereitet. Habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Metal Nee, zum sehr lange Beispiel. nicht mehr. Metal zum Beispiel. Ja, mittlerweile hat es ja bei ihm komplett ausgemettelt. Ja, komplett. Also ist sein letzter Content in Anführungszeichen war ja einfach nur dieses Gebettel auf TikTok. Ja. Keinerlei Mehrwert irgendwie für die Zuschauer. Ja. Er hat ja auch keine so TikTok-Videos gemacht. Wenn dann so ganz, ganz kurze und das konnte ich auch voll vergessen. Im Endeffekt war sein Content nur nach Geld fragen Ja. und Mitgliedschaften verkaufen, die ihm auch Geld geben. Fürs Nichtstun. Dafür, dass man irgendwie schreiben kann und dann Ja. geblockt wird, wenn man irgendwelche ganz normalen Fragen stellt. Also es ist so krass, wie der gestartet ist, wie sich alles entwickelt hat. Und dann hat er so seine Hochzeit gehabt, ganz kurz. Und jetzt ist er einfach komplett unten angekommen. Und Ja. alles komplett selbst verschuldet. Es ist einfach wunderschön. Ja, und trotzdem sind immer die Hater schuld. Irgendeinen Sündenbock braucht er halt immer. Obwohl es einfach keinen gibt. Er lebt so an sich selber vorbei, der merkt nicht mal seine eigenen Fehler. Ja, ganz sicher nicht. Wie kann man, ey, er ist wirklich so übergewichtig. Und hat immer noch Platz dafür, an sich selber vorbeizuleben. Das will mir einfach nicht in den Schädel. Mir wollen die Ansprüche, die er hat, auch nicht in den Schädel. Ich mache ja gerade das Cola-Bärchen mit der Ja. guten Secret Service. Grüße und Grüße Liebe gehen geht hier mal raus. raus. Genau. Und da gab es auch so eine Stelle, ich weiß nicht, zwei, ein, zwei, drei Teile her. Da ging es auch darum, wie viel sie wiegt. Und dann waren irgendwie, keine Ahnung, hat Rainer irgendwas gesagt, ja, solange du hier nicht mit 80, 90 Kilo ankommst. Da, wo ich mir gedacht habe, Digga, Rainer, Alter. das ist immer noch weniger als die Hälfte von dem, was du hast. Ey, du Da kannst. hast du mal gar keine Ansprüche zu stellen an eine Frau. Die Frau könnte nochmal sich jemanden suchen mit 80 Kilo. Die wiegen die zusammen immer noch 100 Kilo weniger als er. Ja, genau. Das ist bei Rainer ganz schlimm, was da alles zusammenkommt. Also dieser Narzissmus gepaart mit seinem Aussehen und dieser Vorstellung, dass er Ja. selber der Geilste ist und dann halt noch die Dummheit, dass er Ja. das Ganze nicht checkt. Ja. Und man darf jetzt hier immer nicht, noch nicht vergessen, wir sind hier bei Real Talk. Ja? Hier ist Real Talk heute angesagt. Und wir sind erst bei 2 Minuten. Na. Ups.
CDs, über das, was ich eben gerade Bock habe. Oder auch mal über Animes. Ich kann auch mal einen über 10 Animes machen, die ich schaue. Kein Thema. Kannst du dir das ausdenken? Jetzt, ich stopp schon wieder. Wir waren mal genervt über seine Anime-Talks. Jetzt wäre ich froh, wenn es mal was kommt. Das wäre mal eine Abwechslung. Mhm. Weißt du, ich selber, ich schaue auch Animes. Ich lese auch sehr viele Mangas. Okay. Aber definitiv nicht solche wie er. Also, nee. Ich habe auch keine Poster hier rumhängen mit irgendwelchen, ja, Zwölfjährigen? Sehr, sehr, sehr jung aussehenden Mädels, genau. Mhm. Deswegen, nee, also, das ist auch so ein ekliges Thema bei ihm. Ja. Das ist, ich will gar nicht ausdenken, wie der sich die Mädels ausdenkt. Mhm. Also die Anime-Figuren. Junge, Junge. Ja, oder dass er immer versucht, bei irgendwelchen Videospielen irgendwelche Nacktmods zu installieren. Boah, ja. Und auf seinem Schimmel-PC sieht man eh nichts. Richtig. Nick. Ja, da, wow, dann hast du so ein paar so hautfarbene Vierecke und mehr ist es nicht bei ihm. Richtig. Ja, ich geht. Und es muss ja nicht unbedingt der Top 10 Video sein. Es kann ja auch mal, keine Ahnung, sowas hier sein. Einfach mal ein Video, wo ich einfach da stehe und labe. Was genau stört euch eigentlich? Und hier ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Was stört diese Idioten? Es ist ganz einfach. Die stört, dass ich als legastheniger ADSler und als dummer Mensch, wie ich oft dargestellt werde, jemand bin, der einfach erfolgreicher ist als sie. Was? Da muss ich hier mal den Leselord machen. Was? Was? Also, wo ist... Ja, klar, Rainer hatte auf YouTube, hatte er ein bisschen Erfolg. Ja. Aber das hat halt nicht lange gehalten. Es ist... Oder warum sonst hat er zu der Zeit, in der er Erfolg hatte auf YouTube, so viele Schulden aufgebaut? So erfolgreich kann er ja dann gar nicht gewesen sein. Nein, natürlich nicht. Er hat immer wieder, auch wenn er mal ein paar Schulden abbezahlt hat, wie du sagst, hat er wieder neue Schulden aufgebaut. Und du fragst dich halt einfach, warum? Mit was? Dann verkauft er das Haus. Hat richtig viel Schotter dafür gekriegt. Dann musste die Karre her, die absolut, ganz offen, er nie in seinem Leben gebraucht hätte. Diese Riesenkarre hätte er nie gebraucht. Und dann ist Führerschein weg und Auto auch weg. Und dann war die Kohle auch schon wieder nach kurzer Zeit weg, wo du dich halt einfach fragst, wie? Rainer ist ja auch der Einzige, der 10.000 Euro für Sex ausgegeben hat und danach immer noch keinen hatte. Na, das ist so traurig. Ja. Was der für Gelder rausgeschmissen hat. Junge. Der, wenn nur ein bisschen was davon aufgehoben hätte, ne, hätte der jetzt echt kein Problem. Ja, absolut. Der hätte richtig Kohlen machen können. Ich meine, seht euch mal Regenbogen scharf an. Der macht seine eigenen Videos, der macht sein eigenes Zeug, leider dummerweise aber auf mich bezogen. Der Typ verarscht mich. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich kann ihn nur 10 Sekunden labern lassen. Länger funktioniert es nicht bei diesem Haufen Real Talk, den er da macht. Regenbogenscharf hat Videos über ihn gemacht. Yo. Aber ich darf da doch bitte an Excel erinnern. An den Metzger erinnere ich mal hier. Und dabei haben wir noch gar nicht seine ganzen Musikstreams genannt. Mit Content von anderen. Mhm. Ja. Gebe ich dir recht. Allerdings muss man auch mal sagen, er sollte sich einfach nicht mit Hater-Kanälen vergleichen, weil die nicht davon leben. Ja. Das macht man nebenbei als Hobby, klar, man macht ein bisschen Geld damit und so. Aber trotzdem, man lebt nicht davon. Das ist ein nettes Gutziele nebenbei. Richtig. Und es ist so schön, dass andere Leute das können und er mittlerweile nicht mehr. Ja. Ja. Aber von vorne ein bisschen.
Bevor wir jetzt weitermachen, hätte ich mal gesagt, hauen wir mal so ein paar Grüße raus an Sigi, an Oribe, an Troll Lindemann, an Mel Kasper, Rüdiger. Ja, auf jeden Fall. Herr Malzahn. Genau, Herr Malzahn. Oh, der wird böse, wenn ich, wenn mir ihn. Oh mein Gott. Was? Wann wird er böse? Naja, weil ich habe ihn jetzt nicht. Er ist mir jetzt nicht eingefallen. Ich muss es Ja, definitiv kein rausschneiden. Problem. Nein, hier wird gar nichts geschnitten. Du willst nur, dass er das findet, Das Penner. Ah, shit. Ja, nee, Mali natürlich, ne? Und ja, wen haben wir noch? Ungol, ne? Ungol, Lamettl und so weiter. Rüdiger schon gesagt, ja. Rüdiger habe ich schon gesagt. Mel Kasper auch. Ja, Grüße und Liebe einfach an alle, die wir jetzt eben genannt haben. Warum bin ich erfolgreicher wie er? Ganz einfach, weil er eben genau auf mir rumhackt und weil er eben genau gegen mich schießt. Kurzum, er hat Der drei. Er ja, der blendet das auch immer so ganz kurz nur seine eigenen ein. Videos, der macht sein Ja. eigenes. Ja, aber. Ja, ich wollte es jetzt noch mal einblenden. Können wir ja gleich Es machen. Ich habe jetzt. war kein Schreibfehler drin, glaube ich. Warte, wir gucken Bis noch auf mal. Groß- und Kleinschreibung, glaube ich. Wir gucken noch mal. Zeug, leider dummerweise, aber auf mich bezogen. Der Typ verarscht mich von vorne bis hinten. Warum bin ich Das war ja weniger leider. ADSler und als dummer Mensch, wie ich oft dargestellt werde, jemand bin, der einfach erfolgreicher ist als Sie? Ich meine, seht euch mal Regenbogen scharf an. Der macht seine eigenen Videos, der macht sein eigenes Zeug, leider dummerweise, aber auf mich bezogen. Der Typ verarscht mich von vorne bis hinten. Warum bin ich erfolgreicher wie er? Ganz einfach, weil er eben genau auf mir rumhackt. Und weil er eben genau gegen mich schießt. Kurzum, er hat keine eigenen Ideen oder Formate, nur auf mich bezogen oder mir aufgebaut. Ja, okay, der letzte Satz macht nicht ganz so Sinn. Und es fehlt ein Komma. Aber es sind keine Schreibfehler drin. Von daher ist es für Rainer Verhältnisse eigentlich in Ordnung. Eigentlich ja, aber dieses komische Eingeblende da immer, ne? Ja, vor allem, er lässt das Ding wirklich 2 Sekunden immer drin. Egal, wie Ja. viel Text da drin steht. Ja. Manchmal ist die ganze Seite voll mit Text und es ist für 2 Sekunden zu sehen. Dann steht irgendwie nur ein Wort und dann steht es länger drin. Es ist. Ja. Ach. Ja, du musst jedes Mal auf Pause drücken, ansonsten du würdest nie hinterherkommen. Nie. Der Witz ist, ihm passt es nicht, dass er so, was weiß ich, wahrscheinlich studiert hat, voll erfolgreich ist, ja, was für ich für ein Unternehmer ist, glaube ich zwar nicht, weil irgendeinen Hirnschaden muss er ja haben. Weißt du, das hat Rainer nie verstanden. Die Hater, wir, machen die Videos zur Unterhaltung, aus Spaß, ja, vielleicht auch für ein bisschen Kohlen. Hauptsächlich aber, damit Leute, die das sehen, nicht von deinen Geblubber geblendet werden. Und ja, dann nimmt man halt ein bisschen davon in Kauf, dass du auch mehr davon abbekommst. Weil du hast in dieser Hinsicht zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt ihn labern, lässt ihn in Ruhe. Dann musst du damit leben, dass der ein oder andere sein Geblubber glaubt. Oder das andere, du klärst die Leute auf und hast halt leider den negativen Nebeneffekt, dass er halt auch größere Reichweite bekommt. Irgendwas von den Ja, beiden ich. Sachen musst du dir raussuchen. Ich glaube, man kann es eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Es kommt immer darauf an, was für Videos man macht. Also das hier jetzt, würde ich jetzt sagen, ist eher so zur Unterhaltung und Ja. sowas wie Discord-Leaks sind eher Aufklärung, weil man da sieht, wie er wirklich ist. Ja. Also Richtig. so sehe ich das Ganze. Ja, so kann man schon sehen. Ich finde jetzt, ja, wenn du jetzt irgendwelche Situationen zeigst aus der Vergangenheit oder was so passiert ist, dann kannst du aus jedem Video eine Aufklärung machen. Zum Beispiel die Wien-Aussage. Ja, genau die. Es eignet sich perfekt, um aufzuklären, wie Rainer denkt. Oder das Maradona-Ding.
Ganz genau. Irgend so ein Lutscher. Was interessiert mich so ein Lutscher? Ja. Nach den Aktionen, die er immer abzieht, aber okay, lassen wir das mal außen vor. Nur noch mal kurz darauf einzugehen. Ja, gut, lacht ruhig. Ich habe neulich auf Minecraft, also auf dem Server von Revi gespielt. Ich bin ja da YouTuber-Rang. Habe ich ein bisschen rumgespielt. Der Typ ist mir ständig nachgelaufen. Er hat sich ständig in mein Bild gestellt. Ich kann mich mit einem Befehl ja umbenennen, aber selbst da hat er mich verarscht. Nee, versucht zu finden. Echt jämmerlich. Ja, weißt du, das ist auch was, habe ich nie verstanden. Rainer ist in der Öffentlichkeit, Person des öffentlichen Lebens. Klar, er denkt sich immer, ne, bin ich ja eigentlich nicht. Ne? Er sucht sich's halt raus, so ein wenig. Da musst du halt damit rechnen, dass Leute nach dir suchen oder wenn du draußen bist, ein Foto schießen oder sonst irgendwas. Damit musst du halt leben. Oder du lässt es. Das war ja auch das, warum er sich in seinem Haus oder auch jetzt bei Uwe, bei Sensen-Uwe versteckt, weil er glaubt, er wird so nicht gefunden. Ja, vergiss es, die Leute haben ihn erstens schon gefunden, die wissen, wo er steckt. Raus kann er auch nicht. Es sind ja mit Sicherheit nicht Uwes Kameras, die da aus dem kaputten Fenster raus verlegt sind. Ja, natürlich nicht. Ach komm. Ja, aber ich muss sagen, jetzt im Moment kann ich rein noch verstehen, dass er Angst hat, rauszugehen. Weil nach den ganzen Vorwürfen, oder nicht, ja. Es sind ja nicht mal mehr Vorwürfe, das mit dem Indigo-Bärchen. Das ist ja einfach Fakt, was er da getan hat. Er hat es ja zugegeben. Und ja, ich kann verstehen, dass er sich nicht mehr raustraut, weil es gibt bestimmt Leute, wenn die ihn sehen, die geben ihm eine mit. Und zwar völlig zu Recht, finde ich. Völlig. Völlig zu Recht. Ja. Ich hätte nie was gesehen. Ja. Der ist lang genug konsequenzlos durchs Leben gelaufen. Ja. Finde ich. Natürlich, lange genug. Jetzt wird's mal Zeit, dass das Winklerglück endlich dahin geht, wo es hingehört. Ich habe gelivestreamt, er war ständig vor mir. Er hat sich ständig vor mich hin positioniert, hat ständig versucht, mich irgendwie zu sehen, mich irgendwie zu finden, hat sich immer vor mich hingestellt, so positioniert. Hauptsache, er ist im Bild. Hauptsache, er kann sich vordrängeln und mich nerven. Und, was hast du dir gebracht? Nix. Außer einen dummen Spruch. Ich meine, nach 2 Jahren sollte man... Jeder kann dumme Sprüche. Außer du. Ich habe Rainer noch nie witzig gesehen, außer unfreiwillig. Ja, am cringigsten ist es ja, wenn er versucht, witzig zu sein. Ich erinnere mal an dieses Video, in dem er einen Witz erzählt hat, das mit dem Russen und der Maschine oder dem Automat. Also das war ja, glaube ich, 9 oder 10 Minuten. Das war einfach eine Viertelstunde. Pures Fremdschämen. Das Ding war eine Viertelstunde und hat er nicht den Witz dann noch versucht zu erklären? Das ist so lächerlich gewesen. Also, nee, der kann einfach nix. Nee, der kann nicht mal. Der kann nicht mal richtig sich tollpatschig anstellen. Nicht mal das kann er. Ich glaube, dass sich jemand mal weiterentwickelt. Ja, gut. Seit Ende letzten Jahres, den letzten 1-2 Monaten, habe ich angefangen, Videos zu machen, wo ich die einfach nicht mehr erwähne oder wo ich einfach ganz normale Videos mache. Und auch dieses Jahr habe ich vor, die weiter so zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache versuchen momentan alle mit Gewalt wieder erwähnt zu werden. Weil das Einzige, was die haben, ist nämlich Geltungssucht. Dadurch, dass ich die so lange... Ja. Ein bisschen habe ich das schon auch, dass ich gerne im Mittelpunkt stehe. Ehrlich gesagt. Also mit Aufmerksamkeit, keine Ahnung, natürlich, das kann niemand sagen, dass er das nicht will, wenn er einen Kanal hat. Genau. Natürlich, jeder Kanal ist so, freut sich über neue Follower oder Abonnenten, wie auch immer, oder Klicks und Kommentare. Das ist einfach so. Weil man macht das ja nicht, damit es keiner sieht. Wäre ja Schwachsinn. Eben, dann könnten wir uns das auch sparen. Ja, und ja, aber er sagt es ja so. Er sagt, ich wollte nie berühmt werden. Ich wollte nie bekannt werden. Ja, okay, berühmt. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt berühmt werden, natürlich nicht. Aber dass mein Kanal oder dein Kanal bekannt werden soll. Natürlich, das ist ja die Intention dahinter, einen Kanal zu erstellen. Genau, richtig. Aber bei ihm nicht. Das ist Schwachsinn. So ist es. Glaubt kein Mensch. Da sind wir wieder beim Real Talk, ne? Wie es da oben steht.
vorkommen habe, haben sie sich daran gewöhnt und sind daraufhin aufmerksamkeitsgeil geworden. Die behaupten zwar, dass es ich bin, aber ich bin derjenige, ich habe genug Aufmerksamkeit. Mir persönlich ist es zu viel. Ich hätte eigentlich lieber ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ja, ihm ist die negative Aufmerksamkeit zu viel. Er hätte es gerne so, wie es ihm beliebt, dass ihm alle den Bauch pinseln oder den Pensi. Mhm. Er wäre halt gerne wie Gronkh. Ja. Sag mal so, wie es ist. Er wäre gerne mit wie Gronkh. Gaming-Videos bekannt werden. Ja. Aber Gronkh gibt es nur einmal. Du brauchst gar nicht versuchen, Gronkh zu sein. Ja, genau. Weil nach 2 Jahren, wo ich prinzipiell, wenn ich auf dem Festival bin, schon nicht mal mehr scheißen gehen kann, ohne dass mich irgendjemand erkennt, ist das ein bisschen problematisch. Du bist selber schuld. Du hast so herausgefordert. Mhm. Und ich glaube, dass dich da jemand erkennt beim Scheißen, ist wahrscheinlich sein kleinstes Problem. Weil ich habe das schon bei anderen Kreatoren erwähnt und auch in meinen eigenen Videos. Und jetzt sage ich es auch hier nochmal. Leute, wir müssen uns immer vor Augen führen, dass dieser Mensch nicht in der Lage ist, sich den Arsch abzuwischen. Ja. Und wenn man so eingeschränkt ist durch sein eigenes, keine Ahnung, Fressverhalten oder wie auch immer, also da muss es doch spätestens Klick machen. Richtig. Aber nee, bei Rainer, der denkt sich halt einfach so, ah nee, ja, ich bin noch nicht dick genug, ich muss noch ein bisschen weiter futtern. Weil eigentlich esse ich ja gar nicht so viel. Mhm, ja, der denkt sich wahrscheinlich sowas wie, ja, wofür gibt es denn sonst solche Duschköpfe? Ja, eben. Und wir haben es ja von Frankengamer gehört, ne? 500 Euro pro Woche verfuttern. Ich schwöre, ich glaube, ich könnte das nicht mal. Ey, wohin? Wenn ich mir für 500 Euro Essen kaufe, reicht es bei mir wahrscheinlich einen Monat. Aber ganz locker. Ganz locker. Überleg mal, das sind theoretisch, ja, du könntest knapp, wie viel sind das? So 17 Euro am Tag ungefähr ausgeben für Essen. Ja. Also wenn du damit nicht satt wirst, machst du was also falsch. Dann. Ja, genau. Vor allem, wenn du halt einkaufen gehst, klar. Wenn du jetzt jeden Tag irgendwie bestellst, dann ist es kein Problem, 500 Euro so schnell wie möglich zu verballern. Ja. Ach. Aber es sind ja auch diese Portionen. Also wenn der Frankengamer da irgendwie erzählt, dass der sich irgendwie 4 ganze Subway-Sandwiches reinprügelt. Und das ist eine Mahlzeit bei ihm. Alter. Das ist halt völlig abnormal. Das ist völlig jegliche Realität. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich habe ja mir mal die Mühe gemacht zu gucken, wie lange der aktuell dickste Mensch auf diesem Planeten gelebt hat. Und der wog über 550 Kilo und wurde 49 Jahre alt. Mhm. Ich komme da, wo ich das gelesen habe, weil ja viele sagen, Rainer wird keine 40 Jahre alt. Ab da bin ich zu dem Zeitpunkt gekommen, wir haben den da schon noch ein paar Jährchen. Der tut uns nicht den Gefallen. Okay, so. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, weil es gibt ja auch viele, die jetzt weitaus weniger wiegen als 500 Kilo und trotzdem dann sehr jung sterben aufgrund dieses Übergewichts. Also weiß nicht, ob da so ein Einzelfall eine gute, sich gut eignet als Vergleich. Ja, aber irgendeinen Vergleich, ganz so sicher. Irgendeinen Vergleich muss man ja haben. Und ich wollte halt da mal gucken, wie lange der gelebt hat. Und mit 500 Kilo so lange. Und wie du ja weißt, hat Rainer sehr viel Glück manchmal. Weil er ist immer noch 5-facher Gewaltverbrecher und läuft immer noch frei draußen rum. Mhm. Also 5-fach verurteilt. So rum. Ja. Aber gut, das war jetzt ein blödes Beispiel. Ja, im Prinzip geht es solchen Leuten wie Regen. Ach ja, und es kommt noch dazu, er ist auf Bewährung und denkt, er wurde freigesprochen. Weil er sich frei draußen bewegen kann. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Bogenschar von anderen Studenten, vor allem deswegen auf den Sack, weil ich als Sonderschüler, der noch für einen Sonderschüler schlecht war und auch noch generell einfach jemand bin, der im ersten Moment oder generell ein bisschen blöd rüberkommt. Tatsache ist, ich bin nicht so blöd, wie viele mich halten, aber das ist auch uninteressant. Ich finde es einfach interessant zu beobachten, wie möchte gern Studenten oder angehende Studenten an. Er hat's schon wieder gesagt. Das Weißt Witzige du, was ist. ich meine? Nein, nicht genau. Hör mal genau zu. Okay. Ich bin nicht so blöd, wie viele mich halten. Aber das ist auch uninteressant. Ich finde es einfach interessant zu beobachten, wie möchte gern Studenten oder an. Meinst du, ich finde Das es ist der. uninteressant? Es ist interessant. Nein. Er sagt beobachten. Ach, ja, okay. Da Beobachten. musst du genau hinhören. Er sagt nicht beobachten, nein, beobachten. Das ist mir bestimmt in jetzt fünf, Das sechs Videos schon aufgefallen, dass er immer beobachten sagt, was halt einfach sind. kein Wort ist. Ja, ich denke aber, das liegt an der Registrierkasse. Das kann sein, ja. Stimmt. Da habe ich noch nie so drauf geachtet, aber ja. Komm doch mal. Einfach interessant zu beobachten, wie. Und mit was für einer? Überzeugung. Ja, Mit genau. Beobachten mit Überzeugung, kannst du sagen. Ich muss es nochmal hören. Komm, das hören wir uns nochmal an. Bisschen blöd rüberkommt. Tatsache ist, ich bin nicht so blöd, wie viele mich halten. Aber das ist auch uninteressant. Ich finde es einfach interessant zu beobachten, wie. Das ist zu gut einfach. Ich würde gern mal wissen, ob das den Zuschauern auch schon öfter aufgefallen ist. Ja, schreibt es bitte in die Kommentare, ob euch das schon ein paar Mal aufgefallen ist. Mir noch nicht, ich bin jetzt ehrlich, mir ist es noch nie aufgefallen. Aber jetzt finde ich es super. Ich werde jetzt immer drauf achten. Ne? Ich werde jetzt jedes Mal vor Lachen Kreuz, nicht Kreuzschmerzen, aber Seitenstechen haben wahrscheinlich, wenn ich das jetzt jedes Mal höre. Junge, Junge. Die möchte gern Studenten oder angehende Studenten, angehende Polizisten, angehende, was weiß ich, Rechtsstudenten, die irgendwie rechts, nicht rechts, sondern Recht studieren. Jura heißt es. Junge. Anderes krasses Studieren. De. Anderes krasses Studieren. Arzt studieren oder sonst was. Lehramt studieren. Malte oder andere Leute. Ich finde es einfach sehr, sehr. Heißt es nicht eigentlich Pädagogik studieren? Nicht Lehramt? Keine Ahnung. Schreibt es mal bitte in die Kom ich glaube, das ist ein Pädagoge. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Seltsam, ja, dass solche Leute auf mich neidisch sind. Und da könnt ihr sagen, was er wollt. Es ist einfach Neid. Das ist purer Neid. Weil der ganze Hate und der ganze Hass ist einfach Neid. Mehr ist es nicht. Und ihr seid einfach eifersüchtig darauf, dass ich so viel Erfolg mit meinem Zeug habe. Der Witz ist, dass ihr Idioten erst einmal dafür gesorgt habt, dass ich überhaupt so bekannt wurde. Und meine Bekanntheit ist jetzt auf einem Grad, wo sie vorausgesetzt. Ich packe das Ganze jetzt richtig an, weil. Übrigens, war ja, ne, weil du es gesagt, oder weil ich es gesagt habe, nicht du. Jetzt pass mal auf. Dadurch, dass so viel Zeit da bei mir, wo ich das gemacht habe, verloren gegangen ist und ich so viel Hirnschmalz da reinstecken musste, glaub mir, du bist für manch anderes, weil du so viel Platz dafür brauchst, richtig hageldomm. okay. Du kriegst wirklich so viel anderes kriegst du nicht mehr in deinen Schädel. Du bist zu blöd, ein Bild an die Wand zu hämmern. Glaub mir das. Okay. Das ist dann so der Moment, wo du wirklich verstehst, okay, dafür ging die Energie flöten. Die Energie ging für vieles andere. Ich würde ein Bild mit dem Nagel in die Mitte hämmern, nur damit ich froh bin, damit es hält. Das ist so. Okay. Das ist so. Du bist wirklich für viel. Weil viele auch sagen, wenn du Medizin studiert hast und fertig bist, hast du für alles andere zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, kein Platz mehr. Du bist blöd für alles andere. Das ist schon Tatsache. Das können sie gut, fabelhaft, aber alles andere.
Das ist das, wo ich halt sage, okay, das Hirn scheint doch seine Grenzen zu haben für vieles. Weiterhin steigen wird. Denn die meisten, aber am bestimmten Punkt haben die meisten Leute, die einfach nur so Neid empfinden, sind einfach irgendwann am Ende. Und die meisten anderen, naja, die lachen sich den Arsch drüber ab, weil ich trotzdem erfolgreich bin dadurch. Die meisten normalen Menschen, sag ich mal, über diesen ganzen Scheiß, der da abgeht, die lachen nicht über mich, sondern die lachen über euch, weil ihr diejenigen seid, die mich größer machen. Ihr diejenigen seid, die nicht checken, dass ich euch ausnutze und nicht andersrum. Natürlich lachen viele über mich, aber das sind genau Gut, da hat die man nicht einen. ra Boah, jetzt Rainer. Warte nochmal. nicht checken, dass ich euch aus. Jetzt. Okay. Aber das sind genau die, die nicht raffen, was real ist, real ist. Ich bin der Erfolgreichere. Ja, okay. Okay. Schön. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Gut, da hat mal einer 20.000 oder 30.000 Klicks auf seinem Video. Ja und? Meine Videos haben im Schnitt alle 17.000 bis 20.000 Klicks. Nicht alle, aber ein Großteil. Meine Videos haben alle 17.000 Alle, aber Klicks, nicht alle. aber nicht Okay. alle. Ja. Und das in einem Satz. Okay, Rainer. Gut. Mach mal. Dann komme ich dazu, dass ich fünf Kanäle führe. Ich bin auf YouTube, ich bin auf Hitbox und ich bin auf YouNow. Fünf Kanäle auf YouTube, auf Hitbox und YouNow. Fünf. Mal sehen, ob er damit noch seine anderen beiden YouTube-Kanäle meint. Ja, Rainer und Zahlen, wie immer. Und ich bin überall auf diesen Plattformen verhältnismäßig erfolgreich. Auf Okay, YouTube. also die fünf, wo er aufgezählt hat, waren Was? halt nur drei. Er hat fünf Kanäle, drei davon aufgezählt und er ist auf allen erfolgreich. Kannst du dir nicht ausdenken. Auf YouTube bin ich auch relativ klein. Auf YouNow bin ich einer der größten Streamer in Deutschland. Zumindest einer der größten, die jetzt. Auf dieser Schmutzplattform, da kannst du ja mächtig stolz sein. Gibt's das überhaupt noch Ja, das gibt's heute? noch. Ja. Ja. Okay. Er hat doch mal. Keine Ahnung, ich war derzeit noch nicht im Game. Er hat doch vor ein paar Jahren erst, ist doch gar nicht so lange her, erst seinen Kanal reaktivieren lassen. War da aber halt noch nie. Seitdem. Er hat da seinen Okay. alten Kanal zurück. Auf YouNow. Halt da streamen. Ich bin nahezu immer auf Platz 1, Platz 2, Platz 3. Also ich bin in den Top 10, dürfte ich mittlerweile drinnen sein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine offizielle oder inoffizielle Liste gibt. Derjenige, der. Du hättest gern da eine offizielle Liste. Hättest du gerne. Jetzt mal im Ernst. Was hat Rainer zu seiner Hochzeit auf Juno verdient? Das waren doch nur so 500, 600 Euro, oder? Ja, mehr nicht. Mehr nicht. Ja, Und er hat und sich diese. das ist man mit Platz 1 in Deutschland. Ja. Also, das ist ja erbärmlich. Es ist Und ja richtig erbärmlich. er hat sich immer, er hat auch immer gesagt, ich bin kein YouNower, ich bin YouTuber. Hat aber immer auf YouNow gestreamt, weißt? Und das ist halt einfach so ein Beispiel an der Wahrheit vorbeizuleben, das kann man sich nicht ausdenken. Weißt du, ich hab kein Problem damit, wenn jemand mit dem, was er macht, mit seinen YouTube-Videos, nehmen wir mal, ja, wenn ich jetzt so auf YouTube Großverdiener bin, in unserem Bereich wie jetzt Ofi oder andere, die jetzt über 10, 20k Abos haben. Hey, sag ich, das sind eh für mich Brüder im Geiste, Brüder und Schwestern im Geiste. Wenn die es verdienen können, ey, gerne, jederzeit, bin ich froh drüber. Unter anderem Und auch. vor allem, weil halt Rainer es im Moment nicht mehr kann. Richtig. Und das ist noch schöner. Ja. Wenn ich einfach sehe, ich kann mit diesem Kanal irgendwie, weiß nicht, in dem Monat mehr machen, als Rainer Bürgergeld bekommt und das mit seinem Zeug, dann ist das einfach schön. Richtig. Weil ich genau weiß, wie es ihn abfuckt. Es fuckt ihn auch ab, jedes Mal.
Auch wenn er immer sagt, oh, ich will mit den Hatern nicht sprechen. Aber das, du hast ja selber gesehen, die letzten Jahre jetzt auf TikTok, wie der abgegangen ist, wenn Ofi was gemacht hat und wie viele Klicks der gehabt hat. Der Rainer hätte dafür getötet, so viele Klicks haben zu können. Ofi, der alte Geldwäscher. Ja, ja. Oh, das war auch so lächerlich. Ja, richtig. Alter, öfters stream, regelmäßig stream, bin ich auf jeden Fall einer der Größten, denke ich. Genau das ist das, was euch eben auf den Sack geht, oder den Typen, denen das auf den Sack geht. Ich persönlich finde es erbärmlich, dass Leute, die studieren, sagt, ergo mehr im Kopf haben wie ich, neidisch auf mich sind. Denn eigentlich ist es genau anders. Nee, Digga, niemand. Niemand, den ich kenne, ist neidisch auf dich. Nee, absolut nicht. Wer möchte jeden Tag sowas abbekommen wie du? Auch wenn jetzt du bei Sensenuwe zu Hause lebst. Es kommen trotzdem immer wieder Leute vorbei, die hupen. Mhm. Und ja, will ich nicht haben. Wer will das schon? Na. Und keiner von uns ist da irgendwie nahe dran, so zu enden wie du. Weil jeder könnte sagen, okay, ich habe heute keinen Bock mehr, ab morgen ist Schluss. Ja, ganz genau. Und was passiert? Nicht so wie bei dir, Rainer, dass du dann irgendwo in einer fremden Wohnung rumhaust, weil du dein altes Haus hast verkommen lassen und dann verkaufen musstest. Nein, unser Leben geht dann normal weiter. Auch sein bestes Beispiel, ja. Regenbogenschaf. Der lebt ganz normal sein Leben. Oder der Metzger. Den hat er ja auch so gerne niedermachen wollen. Ja. Die leben alle ihr Leben. Geschafft. Ja, genau. Ich erinnere mich da immer noch an die Stelle, als er ihn leaken wollte und jemand anders geleakt hat. Ohne sich zu informieren und ohne irgendwie Gewissensbisse. Na, das war auch so abgrundtief eklig von ihm. Ja. Da gab's, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, hab ich auch mal reacted, da gab's ja einen ganzen Dragon Monday darüber. Ja. Du musst dir mal vorstellen, einen Dreiviertelstunden langen, den längsten, den ich kenne, einen Dreiviertelstunden langen Dragon Monday. Mhm. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas, ey. Und nur Rumgeheule. Na, peinlich. Ja, und das war der Moment, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, einer der miesesten Sätze, die mir im Kopf geblieben sind, weil der eine Rollstuhlfahrer ja da war. Und man weiß nicht, ob der stehen konnte oder nicht, aber er sagt einfach, und es ist auch eigentlich völlig egal, ich kann stehen und du nicht. War das nicht Azog? Ja, sagen viele. Aber ich habe nie einen Beweis dafür gesehen. Obwohl Rainer sagt selber. Das wäre Azog gewesen. Ja, Rainer sagt selber, das wäre Azog, weil er die Tattoos kennt. Aber prinzipiell glaube ich, Rainer ist mal gar nichts, auch wenn er irgendwas zugibt oder sagt, der war's. Du weißt doch selber, wie oft hat der gezählt, da standen 30, 50 Mann vor meiner Tür. Ja, ja. Ja. So wie es damals 7.80 Uhr war. Ja. Ich bin eine solche Leute. Ich hätte gerne die Möglichkeit, richtig schreiben zu können. Ich hätte gerne die Möglichkeit, mich immer konzentrieren zu können. Aufgrund meiner Legasthenie und meines ADS ist es mir nicht möglich. Und nein, das ist eigentlich keine Ausrede. Klar, ich könnte mich vielleicht noch mehr anstrengen. Aber um ehrlich zu sein, ich tue, was ich kann. Und das ADS... Ey, ich kann das bei niemandem so wenig abhaben wie bei ihm, wenn er sagt, ich tue, was ich kann. Ja, boah. Er sagt ja auch, er ist selbstständig, deswegen hat er eine 7-Tage-Woche, komm. Ey, das ist der gleiche, der sagt, ich kann mir raussuchen, ob ich 50 oder 100 Euro die Stunde verdiene. Mhm, hätte er das doch mal gemacht? Ja, genau, denke ich mir auch, hätte er es mal gemacht. Ey. Es behindert mich, das Legasthenie verstärkt die ganze Sache mit Schreiben und alles. Und durch das ADS kann ich mich aufs Schreiben, auf Lesen und Schreiben nur dann konzentrieren, wenn es irgendwas ist, was mich interessiert. Wenn ich jetzt irgendeinen Tweet schreibe, ja gut, Arsch lecken, das interessiert mich halt einfach nicht. Und was die Musik angeht, die Musik ist das Einzige in meinem Leben, was immer positiv ausgefallen ist.
Ja, der Adis-Test. Aber Leute, der kann nur positive sein, wenn man Sex hat, was ich ja bekanntlich nicht habe. Ah, Adis-Test. ja, Rainer, das ist auch so ein dummer Spruch. Das. Ach. Mann. Dabei hat er ja letztens erst gesagt in dem Jackie League, ich hab das mit 16 schon, hatte ich Sex mit einer. Ja, genau. Und in einem Ja, anderen Video natürlich. hat er gesagt, mit 27 wurde er entjungfert. Ey, komm, das ist doch alles nicht mehr normal. Da fällt mir auch ein, wir machen ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Cola-Bärchen-Leaks gerade. Und du weißt, wie das Cola-Bärchen zu Rainer gefunden hat, oder? Nicht mehr Also was, genau. okay, es war ja so, Rainer hat nach Drehpartnern gesucht für so Sexerei-Videos. Ach ja. Und dann ging es ja darum, dass sie von ihm so einen Test will, wegen Geschlechtskrankheiten, AIDS und so weiter. Genau. Und da hat sie was sehr, sehr Wichtiges gesagt, weil er das nicht wollte. Er hat ja immer gesagt, er ist gesund, er ist gesund, er will das nicht machen, weil das kostet auch Geld. Und du musst dir mal überlegen, diese Situation, das hat sie genau richtig gesagt. Rainer, du bist auf der Suche nach Sexpartnern, aber nicht mal ein Test auf Geschlechtskrankheiten bist du bereit zu machen. Überleg mal, wie krank das eigentlich ist. Und das ist so richtig unverantwortlich, wie so einem Baby, dass du was sagst und der dann sagt, nein, ich mag das aber nicht. Genau. Fehlt nur noch das mit dem Fuß aufstampfen. Ja. Musik hat mir immer geholfen, wenn ich am Boden war, wenn ich wütend war, wenn ich traurig war, wenn ich. So wie beim E-Roller? Keine Ahnung, irgendwelchen Arschgesichtern in den Arsch treten wollte oder getan habe. Musik hat mir mein ganzes Leben lang geholfen. Und deswegen. In den Arsch treten getan habe? Ja, natürlich. Alles klar. Jetzt habe ich gleich keinen Bock mehr. Ist ja gleich vorbei. Ja, also ist schon utopisch, oder? Feiere ich die Musik, Ja. sei es. Also. Das Schlimme ist ja, als wir haben vorhin auch wieder Cola-Bärchen aufgenommen. Und da kam dann im Teil 13 jetzt die Story, wo Rainer jemanden im Bach ertränkt hat, beinahe. Da sagt er, er ist irgendwie 2,5 Meter die Böschung runtergesprungen und hat sich den Typ dann gepackt und ihn unter Wasser gedrückt. Das musst du Genau. dir mal vorstellen. Also, ich habe da gemeint, ja, wie im Film Predator, also Arnold Schwarzenegger mit Schlamm beschmiert und läuft da im Bach durch die Gegend. Ja, natürlich. Das Ja, ich stelle mir das kannst du ja gerade vor, wie er mit kannst ja Salto. voll vergessen. Ja. Ey, komm. Metal, sei es Rock, sei es Gothic, sei es, keine Ahnung, Jazz, R&B, Soul. Ich höre an Musik auch alles. Es gibt nichts, was ich nicht höre. Es gibt nur einzelne Bands, die ich nicht höre. Prinzipiell war es es eigentlich. Ich wollte nur mal so ein kurzes Video einschmeißen. Eine Sache noch zum Thema Drachen, Drachenlord. Drachenlord selber wird es nicht mehr geben. Die URL heißt aktuell noch Drachenlord 1510. Wird sie vermutlich auch bleiben. Aber es gibt ihn nicht mehr. Und Aber sie bleibt. das Format bleibt auch. Ja. Aber Drachenlord bleibt nicht. Ja. Es wird nicht besser. Ja? Wir sind am Ende. Und es wird nicht besser. Ich bin noch am Überlegen, ob ich sie auf Drache um oder Drachen umbenenne. Aber das überlege ich im Moment noch. Und falls ich sie nicht ändere, dann bleibt sie Drachenlord 1510. Ich meine, ich habe ja auch noch die Poster hier auf Drachenlord und die werden auch, meine Unterschrift wird auch nach. Aber du darfst nicht vergessen, ich darf noch mal dran erinnern, Drachenlord bleibt nicht. Ja. Also was ist das aber auch für eine dumme Idee, seinen Kanal Drachen zu nennen? Ich Das weiß ist es doch auch auch nicht. kompletter Schwachsinn. Prinzipiell, alleine schon wegen dem Bekanntheitsgrad, wenn er irgendwann wirklich mal bekannt werden möchte, deswegen lasse ich es doch. Ich ändere das doch nicht, wenn es eh schon
ein paar Erfolge erzielt hat, dann lasse ich doch den Namen so, wie er ist, weil es gibt halt nun mal einige Menschen, die sich nicht gerne umgewöhnen. Und ja, auch allgemein, dieses Ding, er ist ja eine Person. Ja. Und ja, Drachenlord, das klingt halt ja nach einer Person. Mhm. Genau wie Mad Dog oder mein Name, wie auch immer. Das deutet schon darauf hin, dass es sich um eine Person handelt. Richtig. Aber Drachen, das ist ja keine komplett Person mehr. Bescheuert. Das, ja. Das ist wie, weiß nicht, wenn du deinen Kanal jetzt Hunde nennst. Oder ja, Hund. Ja. Das ist doch, macht doch keinen Sinn. Richtig. Das, nee, macht's auch nicht. Du hast völlig recht. In diesem Fall ja. Und er sieht halt einfach nicht aus wie ein Drache. Also, ja, das macht keinen Sinn. Genauso wenig wie ich in Wahrheit nicht aussehe wie ein Hund. Nach wie vor das DL sein. Also ich habe ja, das ist ja meine Unterschrift, das ist dann Schreibschrift D und Schreibschrift L. Das wird es auch nach wie vor bleiben. Ja, prinzipiell war es jetzt. Ich habe jetzt das Filmevideo gerade gedreht. Muss sagen, ich fand es ziemlich geil und ich werde jetzt da noch ein bisschen was tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei den Let's Plays und bei den Vlogs und vor allem bei den ganzen Videos auf Drachenlord. Das geht nicht, Rainer, wir haben noch 2 Minuten. Was ist jetzt wieder los? Mhm. Ich werde jetzt dann noch ein bisschen Let's Play aufnehmen, vermutlich heute. Ansonsten werde ich schauen, dass ich nächste Woche oder die Woche drauf endlich mit Drachenbade weitermache. Und Drachenheadbanger habe ich noch ein Video, das muss ich auch mal hochladen. Da muss ich nur vorher kurz noch mal was abklären, weil das Video schon ein bisschen älter ist mittlerweile. Boah, Bruder, wir haben ja echt ein wenig Gas gegeben, ne? Wir haben 11 Minuten Video haben wir behandelt und wir sind bei einer Stunde jetzt. Mhm. Ja, wir haben ja auch alle 3 Sekunden gestoppt. Ja, wir haben, ja. Aber das soll auf jeden Fall noch kommen. Eine letzte Sache noch, das werde ich im Dragon Monday morgen nochmal anquatschen. Oder übermorgen, je nachdem. Ja, ich muss schon wieder stoppen, es tut mir leid. Ich würde jetzt gerne, wenn die Seite da wäre, auf die Drachenkrone gehen und schauen, ob da morgen, ab dem Datum von damals halt, von dem Video, ein Dragon Monday gekommen ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Ja. Obwohl, kann schon sein, ja, weiß nicht. Ich finde es so schade, dass die Drachenchronik gerade nicht da ist. Das macht es echt viel schwerer, Videos zu finden. Ja. Warum ist die jetzt schon seit Wochen weg? Seit Wochen? Ja, Wochen, weiß nicht. So, ja, so seit 2 Wochen ungefähr, oder? Kann das ja sein? Ja, so 2, 3 Wochen sind es bestimmt schon. Mhm. Das Video zum Thema Selbstmord wird nicht kommen. Das liegt einfach daran, dass ich... Es ist eine Story aus meinem realen Leben, aus meinem privaten Leben. Und diese Story geht mir einfach zu nah. Ich möchte einfach nicht drüber quatschen. Das ist, hat auch was mit Frauen zu tun, hat auch was mit Selbstmord zu tun an sich. Ich möchte das eigentlich nicht machen. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe auch gesagt, dass ich das eigentlich machen will. War auch angekündigt, dass es kommt. Aber ich habe euch schon mal gesagt, ich kündige an, was ich... Sag mal, habe ich jetzt gerade irgendwie einen Denkfehler oder hat es sich gerade verabschiedet und redet aber, als wäre nie was passiert? Irgendwie verstehe ich es jetzt auch nicht ganz. Hm. Und ich habe es halt jetzt ausgesprochen. Prinzipiell aber. Und ob es dann wirklich. Prinzipiell aber macht man das nicht. Für niemanden. Ja, natürlich nicht. Das definitiv geht nicht. Das ist. Nein. Jedem von euch da draußen, dem es gerade nicht gut geht wegen einem Ex oder irgendeiner Ex, Leute, das ist so. Kann passieren. Andere Frage. Wenn es jemandem nicht passt, dann könnt ihr mich von mir aus haten, ihr Arschlöcher. Ansonsten einfach Schnauze halten und aus dem Fenster. Was ich jetzt angesprochen gefühlt habe mit Arschlöchern. Mal darüber nachdenken, wieso. Danke fürs Zuschauen. Man muss jetzt hier sagen, ne, er ist aber ein Mobbingopfer. Hatet mich, ihr Arschlöcher. Mhm. Ganz genau, ja. Aber Mobbingopfer. Macht ja ein Mobbingopfer. Mhm. Boah. Also uns vor allem schreit ein Mobbingopfer zurück. Ja, kommt zurück, Leute, ihr Feiglinge. Ja, genau. Ihr Feiglinge. Aber wenn sie da sind, oh, verpisst euch. Ja, wo du dir einfach denkst, wir Hater, du musst dir mal so überlegen, wir Hater können in seinen Augen nichts richtig machen. Es ist einfach immer falsch. Mhm. Ja, ist so. Es ist immer falsch. Ja, gut.
Die letzten 3 Minuten, 3 oder 4 Sekunden sind jetzt auch wahrscheinlich für den Arsch. Brauchen wir nicht mehr weitergucken. Nee, glaube ich auch nicht. Dann. Da guckt er wahrscheinlich nur noch komisch in die Kamera. Ja, so wie jetzt auch hier. Mhm. Ja, lieber Bewährungsversager, du darfst quasi die Abschiedsrede halten. Ja, dann bedanke ich mich als allererstes mal dafür, dass ich dabei sein konnte. Und ja, vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer eigentlich. Gerne wieder und danke an die Zuschauer und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Medal of. Ja. Dann Leute, auch von mir. Ja, schön war's. Danke, dass ihr dabei seid. Wenn ihr jetzt immer noch dabei seid, ihr Wahnsinnigen, ey. Dann danke, lieber Währungsrat, dass du dabei warst. Und ja, Leute, das war's von uns beiden. Medal of.